Okay. Das ist Baldurans Helm, oder? Ja. Perfekt für Dorn. Ja, mein Schatz. Jael Kalles. Vita Mortis. Gut, das passiert, wenn man zu gierig ist. Ja? Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, das heißt, wir können auch noch auf Gier hochgehen. Oh, Wächter. Wenn das euer Wunsch ist. Ich hätte zur Armee gehen. Es tut mir schrecklich leid, aber in diesem Zimmer ist der Zutritt zurzeit verboten. Das geht nicht gegen euch. Es ist halt nur so, dass wir einen sehr nervösen Gast haben, der darauf besteht, dass sein Zimmer unter anderen Umständen verschlossen bleibt. Wie gesagt, es tut mir leid, aber ich kann euch nicht vorbeilassen. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Also ja. Worum geht es? Wie ihr wünscht. Hier oben kommen wir nicht weiter. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das heißt, wir haben jetzt nur noch Enter Silberschilds anwesend. Ja. Das ist dann hier oben. Mal rein in die gute Stube. Anwesen von Enter Silberschild. Was macht ihr da? Dies ist das Anwesen von Enter Silberschild und er ist bestimmt nicht begeistert davon, dass eine Horde raufbeult und über seinen Rasen trampelt. Ja, mein mit Vergnügen. Irgendwas verschlossen? Nö. Wie auch immer, hier draußen einfach Geld bunkert. Eine Keule. Muss ich mich fragen, wer macht sich die Mühe? Nachtschlag. Oh. ETW minus 2 bei Nacht. Okay, das ist ein... Diese Keule besteht aus Dunkelholz und hat einen Bleikern in ihrem Inneren, was sie sowohl unauffällig als auch schlagkräftig macht. Durch ihre Verzauberung ist sie mit Schattengewebe verbunden. Diese Verbindung verleiht ihr unter Nachthimmel eine besondere Kraft. Wer auch immer sich sowas ausdenkt. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ich meine, das ist eine Keule für Schläger. Was? Fluch der Torheit. Okay. Lassen wir gerade mal da liegen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja. Enter Silberschild hat definitiv ein großes Anwesen. Wenn man das mal so mit anderen Sachen hier vergleicht. Hat auch zwei Stockwerke das Anwesen. Mit Vergnügen. Worum geht es? Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Entschuldige, aber ich glaube nicht, dass ich euch kenne. Enter Silberschild hat heute niemanden angekündigt. Hättet ihr was dagegen, wenn ich mir erkundigen würde, was ihr hier macht? Ich habe etwas Geschäftliches mit Enter Silberschild zu besprechen. Ich bin dafür eigens von Tiefwasser hergekommen. Würdet ihr uns bitte in Ruhe verhandeln lassen?
Ich gehöre der flammenden Faust an. Es gibt Bedenken über die Sicherheit von Intas Anwesen. Ich bin zu seinem Schutz hier. Da gibt es wirklich nicht viel zu erzählen. Jetzt geht mir aus dem Weg. Ich sammle Kunstgegenstände. Ich möchte eine Marmorstatue abholen, die ich vorige Woche erstanden habe. Ich habe was Geschäftliches. Ja, natürlich. Entschuldigt, dass ich gestört habe. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Was willst du denn? Ich hätte zur Armee gehen sollen. Ihr da, was habt ihr auf dem Besitz von Enter Silberschild zu suchen? Ja, ich bin aus Tiefwasser. In Ordnung, ich halte euch nicht weiter auf. Mhm. Ja, mit Vergnügen. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Hier stehen überall Wächter. Okay, wie kann ich raus hier. Wünscht. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Okay, das kostet mich wenigstens nicht mal. Für, aber natürlich, Schätzchen. Ruf. Boah, das sind gut gesicherte Schatztruhen. Mit Vergnügen. Ja, hier wäre Ski. Und ja, hier gibt es ein Enter-Silberschild. Nicht zu fassen. Ja. Natürlich, aber ich kenne euch niemanden von euch. Könntet ihr mir vielleicht erzählen, was ihr mal Zimmer zu suchen habt? Verzeiht, wir sind wohl etwas zu weit herumgewandert. Wir haben geschäftlich mit Enta zu tun und sind gerade aus Tiefwasser angekommen. Dürfen wir fragen, wer ihr seid? Ihr seid ganz offensichtlich Diebe und Schurken. Ihr werdet jetzt mit mir kommen. Wache. Okay. Ciao. Wenn wir mit Ski reden. Kann ich euch helfen? Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ich bin hier, um euch aus den Klauen eures abscheulichen Vaters zu befreien. Wer seid ihr? Hilfe, Hilfe. Ciao. Aber natürlich, Schätzchen. Worum geht ihr braucht? Nur Sie zu fragen. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Wie ihr wünscht. Okay. Das hat nicht so geholfen, wie erwartet. Jetzt sollten wir aber die... Ja, wir sind die Quest losgeworden mit Ski. Gut. Das heißt, wir haben jetzt nur noch den Bereich der Stadt. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ah, hier ist Ragefast. So, hier ist die Halle der Wunder. Hallo, freut mich, so eine nette kulturelle Bekanntschaft zu machen. Guten Tag, Friede. Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ihr seid recht abenteuerlustig, nicht wahr? Das wusste ich gleich, als ich euch das erste Mal sah. Ihr habt nicht die sorgfältig manikürten Hände der Stutzer, die hier normalerweise vorbeikommen. Habt ihr einen Augenblick Zeit für mich? Ich höre zu, zum richtigen Preis. Oh, das ist kein Problem, denn ich habe mehr als genug Geld. Ich möchte von euch ein paar Geschichten hören, die ich dann für den dramatischen Effekt leicht abändern und zu meinen eigenen präsentieren werde. Ich könnte das zwar auch selbst erfinden, aber das klingt dann nie ganz wahr.
Die Geschichten müssen glaubwürdig klingen und die Massen für sich zu gewinnen. Wie wäre es, wenn ich euch sagen wir 200 Goldmünzen pro Geschichte zahle? Das Los des Baden ist es zu reisen und zu lernen. Warum zieht ihr nicht los und sucht euch eigene Geschichten? Warum? Weil dort draußen Gefahren lauern. Ich bin wegen der einfachen Arbeit und dem Ansehen bei gewissen weiblichen Mitgliedern meiner sozialen Schicht Bade geworden und nicht, weil ich in Kerkerlöcher nach Ungeziefer jagen wollte. Wollt ihr mir helfen oder nicht? Sicherlich. Welche Art von Geschichte benötigt ihr? Ich weiß nicht genau. Etwas, das so schneidig und gefährlich klingt, dass mich die Damen gleich als ihren Helden ins Herz schließen werden. Wie wäre es mit einer Erzählung über Gold und die wilde Lust, die sie Menschen weckt? Der Verrat eines Freundes, der euch rücksichtslos meuchelt für die Münzen, die ihr aus den Tiefen eines Kerkers geborgen habt. Oder die Dummheit eines Mannes, der all seine Feinde niederlegt, um Platz für mehr Schätze zu schaffen und dafür seinen Feinden ungeschützt gegenübertritt. Gut, gut, ich kann die Beweggründe dieser Leute und Geschichten verstehen. Ihr könnt bestimmt eine hübsche Ballade. Ich könnte bestimmt eine hübsche Ballade über diese Sache schreiben, da ich ihren Inhalt gut und wahrheitsgetreu kenne. Leider werden durch Lieder dieser Art aber wahrscheinlich nicht meine Trinkgelder erhöht oder meine Zuhörer zum Klatschen fahren lassen. Wenn ich mehr zum Philosophieren neigen würde, sehe ich das jetzt wahrscheinlich als meinen eigenen Fehler. Aber wie die Dinge liegen, bin ich sicher, dass nie jemand anderes Schuld dran hat. Nehmt euer Geld und geht jetzt, ich kann euch wohl doch nicht gebrauchen. Ja, 200 wie Gold. Ihr wünscht. Oh Gott, Priester. Ist interessant, dass um die Uhrzeit noch Leute hier drin sind. Wie spät ist es denn? 3 Uhr nachts. Naja, das ist... Hier ist ein Teil der Halle der Abenteurer. Gons größte Begabung waren seine Erfindungen. Willkommen im Hohen Haus der Wunder. Ich hoffe, ihr seid gekommen, um Gons zu ehren, den Gottes Erfindergeist. Wenn es etwas gibt, was ich euch beschaffen kann, fragt einfach. Andernfalls steht es euch frei, dem Wunderbringer nach Herzenslust zu huldigen. Welche Dinge bietet ihr an? Ah, das Übliche. Einfach mal ein bisschen Heilung. Aber natürlich, Schätzchen. So, unser Vater versteckt sich bei den Schatten. Ewiges Licht. Gottsmann Leonardo Spiral Luftwunder. Dampfdrache. Pumpe von Gond. Ja, manche Sachen sind einfach nur Zeugs. Ups. Auf jeden Fall ist bei Nacht nicht viel los hier. Wie ihr wünscht. Ja, mit Vergnügen. Donner und Gloria! Diese Schlösser machen mir immer Probleme. Da soll mich doch der Teufel holen. Es wäre vor Schreck fast was in die Hose gerutscht. Klar, ihr werdet dafür bezahlen, dass ihr Diebe einfangt, aber deswegen müsst ihr doch nicht gleich zu Tode erschrecken. Aber holla, ihr seid ja gar nicht von der Garde, so kann man sich irren. Ich bin ganz aus dem Häuschen und dabei seid ihr aus demselben Grund hier wie ich. Und die Gelegenheit so günstig ist, warum tun wir es nicht einfach zusammen? Ich hab da so das ein oder andere kleine Geheimnis im Petto, aber das, da machen wir halbe, klar. Das ist eine gute Idee. Wir schließen uns zusammen und helfen uns gegenseitig. Ihr habt mich gesehen. Tut mir leid, aber ich muss euch töten. Ich bin nicht an einem Dieb interessiert, der sich so einfach fassen lässt. Verschwindet. Helfen wir uns gegenseitig. Also abgemacht. Schön. Mal jemand zu haben, mit dem man mal ein Schwätzchen halten kann. In meiner Branche hat man so selten mit netten Leuten zu tun. Nur weil man stiehlt, muss man doch kein Niesel ihm sein.
Ich stehe meinen Mitmenschen sehr aufgeschlossen gegenüber, besonders ihren Wertgegenständen. Ich führe euch hier ein bisschen rum und dann legen wir mit dem Clown los. Ach, was wird das für ein Spaß. Was auch immer ihr wünscht.